Also ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag, mir geht's total schlecht, ich habe Fieber. Wir waren aber in den Arkaden und dann hat sich 4 Hosen geholt und ein paar Schuhe von Adidas. Ich habe Lina Spiele gekauft und zwar einmal, die Post ist da bei Müller. Da muss sie den Postfahrer spielen und die richtige Post bei der richtigen, in dem richtigen Häuschen abgeben. Nein, Mädchen. Ja. Dann habe ich noch ein Spiel gekauft. Das spielen wir auch gleich direkt. Und zwar Teddys Farben und Formen. Genau, Lina muss da die Farben richtig einsetzen. Das machen wir auf jeden Fall gleich, weil ich will langsam nicht mehr anfangen zu spielen. Dann habe ich für mich so eine Pfanne geholt, weil wir eine Pfanne gebraucht haben. Oh, der hat die andere weggeschmissen. Annehmen. Haarisch. Dann habe ich noch Schlümpfe mitgenommen und Lollis. Das war's auch. Mehr habe ich nicht gekauft. Und ich habe Baklava geholt. Aber das werde ich jetzt nicht essen. Das habe ich für morgen geholt. Dann essen wir das mit morgen zusammen. Und unser Paket ist angekommen. Ich hatte für Mama eine Tupperware bestellt über eBay, also bezahlt, und die ist jetzt angekommen. So, ich kümmere mich jetzt mal um Lina. Gell, euren Jellum. That's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. You're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love. So, ihr Lieben, wie man sieht, ich bin total krank und ja, ich habe aber jetzt meine Abo-Box bekommen, die Brandnews-Box. Ich bin nebenbei am Kochen. Da ist es am Köcheln. Ich zeige euch mal kurz, was drinnen ist. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt. Ehrlich gesagt ist diese Box nicht so meins. Ich muss das jetzt ehrlich sagen. Die Produkte haben mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich zeige euch das mal. Also hier ist das Nussmagazin drinnen. Das hier ist die Genussbox. Und hier sind dann die Sachen, die drin sein müssen sollten. Ich zeige euch das mal. Und zwar einmal Teeny Gardens. Kostet 4,90 Euro eigentlich. Und da kann man was drauf wachsen lassen. Aber was? Nach einer Woche erhält man Rucola, Radieschen oder Kressesprossen. Okay. Ja, ich habe jetzt Radieschen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Dann haben wir hier von Joja Mandelmilch. Zuckerfrei und vegan. Ich mag Mandelmilch eigentlich gar nicht, aber ich bin mal gespannt.
kostet eigentlich 2,79 €. Dann haben wir hier Superfood Matcha, Premium Green Tea von Berio. Einmal das. Dann haben wir hier ein Kernöl. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, für was man sowas benutzt. Rapskernöl, nussig fein. Ich denke mal für einen Salat oder so, ne? Könnte man das jetzt verwenden. Einmal das. Dann Beef Jerky Classic. Die kosten eigentlich 1,99 €. Sowas essen wir ja auch nicht. Dann haben wir hier einmal Müsli Glück Happy Porridge. Okay, das für Porridge, das kann ich für Lina machen eigentlich. Genau. Und zuletzt haben wir das hier. Was ist denn das? Riso Gallo Naturreis, Dinkel und Gerste. Okay, einmal das. Das war's auch. Das war die Genussbox. Ich werde die Seite unten verlinken. Und dann könnt ihr euch mal umschauen. Wenn ihr eine Abo-Box wollt, könnt ihr das machen. Ich bin so krank heute. Ich fühle mich so schlapp. Aber ja. Ich habe jetzt gestern und vorgestern nicht gekocht. Wir haben draußen gegessen. Deswegen muss ich jetzt wieder kochen, damit wir auch was haben zu Hause. Genau, ich kann euch mal zeigen, was ich koche. Also momentan bin ich an der Suppe dran, aber da hat er noch 2,5 Stunden, bis er nach Hause kommt. Der ist beim Fußball jetzt. Einmal diese Suppe, dann wollte ich noch irgendwas mit Aubergine und so machen und dazu Reis. Mal schauen. So ihr Lieben, wie man sieht, ich bin jetzt fleißig hier am Kochen gewesen. Das sind übrigens die, ich weiß nicht, ob den Namen, hier ist die Suppe. Und hier kocht gerade der Reis. Oh, der müsste auch jeden Moment kommen. Also für 15 Minuten. Ja. So lange lasse ich das jetzt hier stehen. Ich hoffe, das schmeckt. Und ja, wir essen jetzt gleich auch direkt. Wir haben gerade gegessen. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe mich jetzt umgezogen. Kennt ihr das, wenn ihr euch so voll nutzlos fühlt? Ich bin ja immer noch ein bisschen krank, aber mir geht es viel, viel besser. Da hatte ich gerade ein Erkältungsbad genommen für Kinder. Ich habe nicht viel reingetan, weil das erst ab 3 Jahren ist eigentlich. Und ja, das Essen, ey, was machst du? Das Essen habe ich auf dem Balkon getan. Dann brauche ich morgen nicht zu kochen, weil ich habe viel zu viel gemacht. Ja, das ist Linas Snack. Und, oh, Vorsicht an dem. Ja, Lina hat auf jeden Fall noch Tropfen bekommen, also bei der Apotheke Tropfen geholt. Die habe ich jetzt auf ihre Klamotten drauf gegeben, damit sie, wie kann ich das sagen, damit sie halt besser Luft bekommt nachts, falls ihre Nase oder so verstopft ist. So, dann wollte ich euch nochmal 2 Seiten vorstellen. Ich muss leider sagen, von einer Seite habe ich ein Armband geschenkt bekommen, aber dieses Armband ist momentan unter der Couch, weil mein lieber Schatz Lina hat mein Armband ausgezogen. Und ja, der liegt jetzt unter unserer Couch. Auf jeden Fall sah das so aus. Das hat sie als Geschenk mit eingepackt. Das ist jetzt Linas. Genau, aber Lina wollte den nicht tragen. Ich finde den total schön. Ja, und dann hat sie uns... Ich such mal... Oh, Moment. Ich nehme dieses Brief raus. Und zwar steht hier... Hey, ich hoffe, dir gefallen die Bilder. Die Bilder habe ich mit Wasserfarben, etwas Gold, Pigment und sehr viel Liebe gemacht. Für die kleine Lina habe ich noch ein kleines Armband gemacht. Passend dazu auch eins für dich. Wie gesagt, meins momentan unter der Couch. Viel Spaß beim Aufhängen der Bilder und Tragen des Armbandes. Wenn du mir dann ein Bild schickst vom aufgehängten Bild, würde es mich freuen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße, die Lada Joschkun und Hayal Arts. Den Namen verlinke ich euch hier. Und zwar hat sie die Armbänder geschickt. Dann einmal das hier. Hier steht Bismillah drauf. Das werde ich wahrscheinlich in Linas Schlafzimmer dann tun, wenn sie bald ihr eigenes Reich hat. Dann haben wir hier einmal, hier steht glaube ich Allah Bismillah drauf. Und dann das Schönste. Ah, die Armbändchen waren übrigens hier in dieser Tüte drinnen. So, und dann hat sie das so schön eingepackt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann.
Hier sind die Glitzer, also hier ist dieses Goldene ist am Glitzern, ja, man sieht das ein bisschen. Übrigens hängt hier Linas Handtuch, sie hat gerade geduscht. Sie hat das so schön verpackt. Dafür muss ich nur noch passende Bilderrahmen kaufen. Hier steht einmal Familie Said. MLO der Lina. Und nochmal ein MLO der Lina. Genau, einmal so und einmal so. Ich denke mal, dann kommt das so in die Mitte. Oh, was machst du? Das ist gefährlich an dem. Mama. Ja, warte, ich gebe dir einen Löffel. Aber du darfst sie nicht kaputt machen. Genau, dafür muss ich auf jeden Fall Bilderrahmen kaufen. Warte, Anädchen. Ich fühle mich so kaputt und schlapp. So. Dann gibt es noch was. Und zwar Cecilia Shop. Danke für die Kooperation. Ich hoffe, die Girlande gefällt dir. Für deine Zuschauer verlose ich eine Girlande. Die Farben kann sie sich aussuchen. Die Gewinnerin, die du dann ausgelost hast, soll sich dann bei Instagram per DM melden. At Cecilia Shop oder per E-Mail cecilia-shop@outlook.de. Die Girlande habe ich auch noch nicht ausgepackt. Das kam in diesem Paket an. Das machen wir jetzt zusammen. Ich durfte mir eine Farbe aussuchen. Ich habe. Oh, Moment. Ich habe rosa mit Silber, war das genau, ausgesucht. Also wenn ihr im Moment, also wenn ihr bald eine Feier habt oder eine Party, dann schreibt es unten rein, dann kriegt ihr auch so eine Girlande. Das kann man dann am Tisch oder so aufhängen. Sieht dann so aus und die Farben könnt ihr euch dann aussuchen. Sieht dann so aus. Kann man auch als Tutut verwenden. Letscher, letscher. Jetzt habe ich auch so ein Ding wie du. Genau, auf jeden Fall wollte ich das an Lilas Geburtstag dran machen an unseren Tisch. Ne? Schön, ne? Ja, das packen wir jetzt aber weg. Genau. Oh, Moment, ich packe das mal kurz weg, bevor Lila das hier kaputt macht. So, ihr Lieben, damit ihr so eine Girlande gewinnen könnt, schreibt einfach rein, ob ihr momentan oder bald eine Party am Start habt und dann könnt ihr das gewinnen. Ich los dann innerhalb von 3-4 Tagen aus und dann könnt ihr euch bei Cecilia Shop melden. So, diese schönen Bilder packe ich jetzt auch ab, weg. Weil ich muss erstmal Bilderrahmen kaufen. Lina, willst du dein Armkettchen? Machst du das bei deinem Baby dran, wenn du das nicht trägst? Achso, du willst die Löffel. Nee, warte. Das ist gefährlich. Du machst sie kaputt an. Wickle schon. Wickle. Wickle bist du schon. Jetzt hast du das alles kaputt gemacht, Anne. So, ich packe das mal kurz weg. Und das muss ich auch bewahren. Lina wird das ja wahrscheinlich an ihrem Geburtstag oder so tragen. Sie mag momentan gar keine Armbänder, Armkettchen, außer dieses Golf-Armkettchen, was wir ihr zur Geburt gekauft haben. Sonst trägt sie nichts. Voll scheiße. Naja, ich räume das jetzt weg. Und stell mir, der Vlog geht dann morgen weiter, weil ich werde halt nichts mehr filmen. Der Tag ist ja auch schon fast vorbei. Und morgen hat auch wieder frei und wir haben voll viel zu tun. Wie immer eigentlich. Wir nehmen euch aber mit. Aber Ohr ist schlecht geworden. Was denn jetzt? Nein, das. Diese weiße Das Ding. Ist Mehl. Das hat der auch. So, ihr Lieben, wir sind gerade nach Hause gekommen. Wir waren einkaufen. Heute gibt es bei uns Burger. Das ist okay. Moment. Heute alle Burger heißt das, wie das heißt. Burger à la Auderland. Auder à la Burger. Ja, das ist doch sehr geworden. Ja, wir haben auf jeden Fall hier Burgerbrötchen geholt. Hamburgersoße. Ja. Nein, dann haben wir zweimal Beefburger Patties gekauft. Bei Kenny. Dann haben wir beim. Wie nennt man das? Okay, Lan. Bei der Frischtheke Cheddar-Käse geholt. Mozzarella, morgen wollte ich Kuchen machen. Zwei Latte Macchiatos. Aber nimm bitte nicht da alles auseinander. Milchbrötchen.
Und die waren auch im Angebot. Bei Edeka. Das war's. Das war's. Voll mit Direkttomaten und so alles auf. Die Bürger tust so lange hier in den Kühlschrank. Nein, lass raus, ich mach das jetzt. Oh, ich hab so einen Kopfschmerzen bekommen. Drei kleine Tomaten, nehme. Wieder zwei. Eine große, da reicht. Du willst doch keinen Spaß gemacht. Und was noch? Okay. Was war das denn? War das Fake-Lächeln? Das war kein Lächeln. So. Schneiden wir erstmal die Sache hin. Ich hasse kleine Messer. Ich hasse Gerüstmesser. So, bei uns gibt es jetzt Döner. Döner, Alter, wie kommt auf Döner? Alle eben über Döner geredet haben. Ich brauche eine Teller-Shots. Und wie geht's euch so? Wir haben lange nicht mehr gebloggt, weil wir keine Lust hatten, ehrlich gesagt. Ne? Ich hatte in letzter Zeit echt keine Lust zu bloggen. Und wir waren auch krank. Der ist auch viel zu stressig. Aber hoffentlich ist das alles geklärt. Naja. Ich wollte heute das Verlosungsvideo abdrehen, aber mal schauen, wann wir soweit sind. Ich wollte das eigentlich am Sonntag hochladen. Ne? Und natürlich, Dezember habe ich noch eine Überraschung für euch. Weihnachtsverlosung. Ja, dann werden viele Fragen kommen. Feiert ihr Weihnachten? Ihr seid doch noch schlimmer. Ich hoffe, das werde ich jetzt rausschneiden. Warum? Ist doch so. Nein, das werde ich rausschneiden. Ich habe keinen Bock auf die Diskussion. Ist nicht so. Trotzdem. Naja. Weißt du was? Achso, voll viele haben gefragt wegen Linas, Lina hat ja Pilz im Mund. Das ist weg. Also, das war nach 3-4 Tagen weg, ne? Komplett. Mhm. Also, ehrlich gesagt, ich habe die Salbe nur zweimal aufgetragen, also auch der. Aber die hat, das hat direkt geheilt. Also, war jetzt nicht so schlimm. Schatz, guck mal. Guck mal, krass, krass, 20% auf einen Artikel ihrer Wahl. Sagen wir mal, du hättest dieses Auto gekauft, ne, für Lina. Mhm. Bei Tesla, oder? Ja. Da kriegst du 20%. Sagen wir, das Auto kostet 200 Euro, kriegst du 40 Euro billiger. Voll krass, ne? Ist echt viel. Leute, ich wollte euch hier meinen neuen Schlüsselanhänger zeigen. Hast du so? Nein, den nicht. Und zwar ist das der hier. Das ist so eine Storykette sozusagen. Ich muss euch die mal. Ich blende euch die ein. Auf jeden Fall kann man sich da die Zeichen aussuchen. Ich habe jetzt Mom, I love my kids, just married, I love my family, ein Glückszeichen und ein Häuschen. Das ist unnormal süß. Ich werde euch die Seite mal unten verlinken. Das ist so süß. Ich habe dieselbe übrigens bei TK Maxx gesehen,
Die hat 25 Euro gekostet bei TK Maxx, voll teuer. Hast du eine Pfanne drauf? Ne? Yes, please. Die ganz große? Ja, ja. Achso, wir waren übrigens im Kindergarten gerade. Ah. Das haben wir vergessen zu erzählen. Und zwar ist bei uns hier so ein schöner Kindergarten. Der hat 2 oder 3 Stockwerke, hat 2 Terrassen. Wir wollen schön. Lina loswerden. Genau, wir wollen Lina loswerden. Wir haben keine Lust mehr auf sie. Wir schicken sie morgens um 7 hin und holen sie abends um 18 Uhr ab. Viel Spaß. Oha, denk mal, Alter, 11 Stunden hier. Ja, Lina wollte auf jeden Fall nicht da raus. Wir haben jetzt am Mittwoch einen Termin um 15 Uhr. Da werden wir nochmal rumgeführt. Hat der nicht, dass sie jetzt ernst nehmen? Nein. Ich schwöre. Na, sollen sie. Ja, auf jeden Fall werden wir uns dann rumführen. Ja. Also, jedes Mal, wenn wir da langgelaufen sind, hat das uns sowieso immer angesprochen. Aber, heute dachten wir, kommen wir fragen mal. Und die Erzieher, also die Leiterin ist total jung. Ich glaube 30, 35. Tschüss. Komm vor 30. Höchstens. Also sah sehr jung aus. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommen wird und wie lange das so dauert. Wie? Also wie lange das dauert, bis Dina angenommen wird. Ich denke, das wird lange dauern. Auch wenn, wir haben ja noch ein Jahr. Und wenn, wer weiß, wenn dann bis dann das zweite Kind kommt. Ah. Plan schon weiter. Hast du nicht gerade. Ey. Was hast du gerade im Kindergarten gesagt? Was hab ich gesagt? Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ja, ja. Soll ich dich jetzt verraten? Kannst du mal. Ich bin mir sicher, du bist faul geworden, du willst nicht mehr arbeiten gehen. Deswegen habe ich dir das gestern mit der neuen Stelle. Kochen machst du auch nicht mehr, richtig? Also, ja, es gibt so eine Stelle, da wollte ich mich bewerben und wenn Lina natürlich früher reinkommt, dann werde ich natürlich wieder arbeiten gehen. Also willst du wie diese kurdische Türkische oder was weiß ich, 10 Kinder machen, nur zu Hause auf Kinder aufpassen. Schatz, erwartest du sowas von mir? Tja. Nur weil du viele solche kennengelernt hast? Ja, wer habe ich so kennengelernt? Muss ich jetzt Namen nennen? Was meinst du? Nein, es gibt wirklich viele Mütter, die haben einfach keinen Bock mehr, nach dem Kind arbeiten zu gehen, weil es zu Hause einfach bequemer ist. Ist schön. Also ich finde, die ersten drei Jahre sind wirklich schön, aber danach. So lange kann man. Aber Mama. Und so hat man ein bisschen mehr Zeit für sich. Ich werde ja auch nicht Vollzeit arbeiten, wenn dann, ne? Mama, Lina, sag zu Puppen, Mama. Ah, sag mal. So, ich zeig euch mal, wie Audel die fertigen Burger mariniert. Sieben Gewürze. Keine Ahnung, gibt's, das riecht aber sehr, sehr stark. Ne? Mhm. Kann man auch nicht beschreiben, nach was das riecht. Vielleicht also kennen das ja die Kurden unter euch. Die wissen, was das ist. Und Rest habt ihr Pech. Aber das ist heute mal wieder sehr, sehr nett. Ich weiß nicht, meinst du reichen 2, ja? Für uns, meinst du? Mhm. Eigentlich schon. Ja, warum haben wir dann 4 Burger gekauft? Man muss das unten reinschmeißen. Übrigens, Leute, das ist die beste Burgersoße, die es gibt. Die schmeckt echt sehr, sehr gut von Hohmann. Ne? Die ist nicht die beste, aber die schmeckt uns am besten. Okay, war auch jetzt dasselbe. Ja, Hauptsache, uns. Es schmeckt. Übertreib. Jetzt kommt die Frage, hast du deine Hände gewaschen? Ja, habe ich. Kannst du bitte kurz unten anmachen? Danke. Oh,
diese Uhl ist zu heiß. Gar nicht. Wir müssen eigentlich selber diese Bürger machen, ja? Das ist nicht schlimm. Dafür brauchen wir nur diese Dings. Haben wir doch. Was denn? Bürgermacher. Ja? Schatz. Wo? Zeig. Ach du Scheiße. Habe ich doch gekauft, willst du mich verarschen? Aber ich wusste. Natürlich, ich hab dir das schon gezeigt. Ich hab gesagt, ich hab dir 3 Euro dieses Burger-Ding gekauft, erkennen. Aber nächstes Mal mach ich dir richtige Burger. Das ist jetzt so diese Fake-Burger, weißt du? Chicken Walker. Also hätte eine Tomate gereicht, ja. Ne? So ihr Lieben, wie ihr seht, es ist schon total spät geworden. Lina schläft. Ich muss jetzt die Küche aufräumen. Und ich wollte das Lied, was ich für Auda geschrieben und gesungen habe, auf iTunes verkaufen. Also hochladen und auf Spotify und bla bla bla. Da sind jetzt 2 Probleme aufgetreten. Ich muss einmal meinen Künstlernamen ändern und einmal muss ich das Foto, also mein Bild, ändern. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ja, aber wenn es soweit ist und wenn alles glatt läuft, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid, weil ja, sehr viele haben mich gefragt, ob man das auch bei iTunes oder so kaufen kann, also runterladen kann. Und ich dachte mir so, hey, wer soll das schon machen? Aber dann haben mir so viele Freundinnen geschrieben, komm, mach das und probier es aus, du kannst nichts verlieren. Dann dachte ich mir, komm, dann machst du das. Mal schauen. Auch wenn es keiner runterlädt, ist auch egal. Aber ein Versuch ist es wert und dann ist es halt zur Verfügung. Auf iTunes und Spotify und überall. Genau, aber mehrere Infos gibt es dann erst. Ja, jetzt ich auch bei Nina schläft, wie gesagt, und die Wohnung sieht katastrophal aus. Ich muss mich jetzt ans Laptop setzen gleich, wenn ich hier fertig bin. Muss gucken, ob was ich jetzt noch ändern muss und danach muss ich das Wohnzimmer noch aufräumen. Das war's auch. Ich weiß gar nicht, wie lange dieser Vlog jetzt geht. Ich glaube nicht allzu lang. Und ja. Ach so, ich wollte euch noch ein Paket zeigen von der lieben Mischa. Und zwar hat sie für Ninas Geburtstag jetzt schon mal was geschickt. Ich zeige euch das mal ganz, ganz kurz. So, und zwar hat sie dieses Paket geschickt, da waren 3 Ballons drin, aber ihr kennt ja Kinder, ne? Lena hat schon die anderen 2 Ballons aufblasen lassen. So, und zwar sind hier einmal Lollis drin. Da steht Lena 3.12.2017, vielleicht kennen einige die Lollis unter euch. Und die habe ich immer als Kind gegessen. Ich habe diese Lollis geliebt. Genau, einmal das. Und einmal dazu die passende Schokolade, total süß. Und zwar ist das Bücher von Rosenduft auf Instagram. Aber ich verlinke euch die Seite nochmal unten. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Ja, man sieht das. Genau. Ihr könnt ja auch über WhatsApp schreiben, sehe ich hier gerade. Aber ich werde alles verlinken, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ich finde sowas total schön, personalisierte Schokolade für den Geburtstag.
Das habe ich schon mal den Anfang hier. Und ja, ich freue mich schon auf Ninas Geburtstag. Aber Ninas Geburtstag, yes, werden wir untereinander feiern. Also wir werden jetzt keinen einladen. Und mal schauen, wie das wird. Ich bin schon gespannt. Wir wollen auf jeden Fall, glaube ich, ins Indoor-Spielplatz oder so. Also auf jeden Fall irgendwas unternehmen, aber mal schauen. Ja, morgen kommt übrigens Hakan nach Köln. Und ich schlafe am Samstag bei Mama. Aber bevor ich das schlafe, habe ich noch genug zu Hause zu tun. Ich muss immer noch das Video abdrehen, habe ich immer noch nicht geschafft. Aber dann muss morgen kurz auf Lina aufpassen, damit ich überhaupt das Video abdrehen kann. Weil mit Lina, ihr wisst, sie will immer die Kamera, rennt davor und so geht das nicht. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie andere Mütter das schaffen. Und wenn Lina im Schlafzimmer schläft, also ihr Mittagsschlaf macht, wacht sie auf, sobald sie hört, dass ich mit der Kamera rede. Sie merkt es direkt. Naja, jetzt räume ich hier auf. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis übermorgen. Ich glaube, als nächstes kommt das Verlosungsvideo online. Also bis dann. Ich hoffe, ihr macht alle mit und ich wünsche jetzt schon mal allen ganz, ganz, ganz viel Glück. Tschüss. Give me love, give me